Moin. Die heutige Basslektion ist für alle fortgeschrittenen Bassisten unter euch, und zwar für diejenigen, die mehr Ideen für ihre Basslinien oder für ihre Soli brauchen. Und zwar haben wir uns ja in den letzten Folgen mit Arpeggios auseinandergesetzt, mit verschiedenen Fingersätzen. Und wir wollen jetzt in dieser Folge gucken, wie man noch weiter mit Arpeggios arbeiten kann. Und zwar nehmen wir uns zwei verschiedene Arpeggio-Pattern und wollen die dann mit Annäherungsnoten erweitern. Die Frage ist natürlich erstmal, warum soll ich mich mit Annäherungsnoten beschäftigen? Der Grund ist einfach folgender: Die Arpeggios sind ja dazu da, dass ihr den Klang vom Akkord in euren Basslinien oder in euren Soli abbilden könnt. Es ist aber häufig so oder manchmal, dass man in Situationen kommt, bei denen man denkt, so, okay, ich hätte gerne noch ein paar andere Töne zusätzlich zu den Akkordtönen, um meine Basslinien oder meine Soli noch ein bisschen interessanter klingen zu lassen. Hören könnt ihr sowas zum Beispiel bei Charlie Parker, also wenn ihr euch Charlie Parker anhört in seinen Soli oder auch in seinen Themen von den Bebop-Stücken, die er geschrieben hat, da hört ihr ganz viele chromatische Annäherungen. Wenn ihr das in Basslinien hören wollt, dann könnt ihr euch mal James Jamerson, also den bekannten Motown-Bassisten, anhören. Der war wirklich Meister darin, diese Konzepte, die ja eigentlich aus dem Jazz kommen, also von so Leuten wie Charlie Parker, solche Konzepte in seine Basslinien mit zu integrieren. Also das ist wirklich eine Fundgrube für coole Basslinien. Hört euch den mal an und dann werdet ihr auch sehen, dass ihr diese Konzepte benutzt. Das Arpeggio, das wir nehmen, ist ein Dominant 7 Arpeggio und wir nehmen dann eine doppelte chromatische Annäherung. Das heißt, wir spielen immer zwei Halbtöne überhalb von unserem Zielton. Und wie nochmal erwähnt am Anfang, die Lektion ist eher für Fortgeschrittene von euch, weil wir einfach eine ziemlich lange Linie haben, die aus 16er Noten besteht und bei der wir nicht immer auf der ersten 16er starten, weil wir haben im Prinzip eine Figur aus 6 Noten, spielen das im 16er Rhythmus, das heißt, ihr habt immer so eine rhythmische Verschiebung. Von daher, wenn ihr Anfänger seid, solltet ihr euch auf jeden Fall erstmal mit den ganzen Arpeggios beschäftigen, bevor ihr euch dann mit dieser Lektion auseinandersetzt. Bevor wir mit der eigentlichen Übung, also sprich den Annäherungsnoten, anfangen, wollen wir uns erstmal zwei Arpeggio-Patterns angucken, weil auf diese zwei Patterns wenden wir dann später die Annäherungsnoten an. Von daher solltet ihr euch erstmal diese Patterns drauf schaffen und dann kommen die Annäherungsnoten. Wir haben zwei Pattern, weil wir einmal eine Figur spielen, wenn die Linie aufwärts geht und die andere spielen wir, wenn die Linie abwärts geht. Starten wir mal mit dem Aufwärts-Pattern und zwar spielen wir immer die im Prinzip vier aufeinanderfolgende Akkordtöne und die starten wir von jedem Akkordton aus. Hört sich erstmal kompliziert an, ist aber eigentlich recht simpel. Wir spielen eigentlich nur Grundton, Terz, Quinte, Septime. Jetzt starten wir von der Terz, das heißt wir spielen Terz, Quinte, Septime, Grundton. Jetzt starten wir von der Quinte, das heißt wir spielen Quinte, Septime, Grundton, Terz. Dann starten wir von der Septime, Septime, Grundton, Terz, Quinte und dann nochmal vom Grundton, Grundton, Terz, Quinte, Septime. Das heißt, zusammen habt ihr dann. Wenn es wieder zurückgeht, nehmen wir ein anderes Pattern. Und zwar starten wir auf der Quinte. Von der Quinte gehen wir dann einen rauf auf die Septime. Dann gehen wir wieder zurück auf die Quinte und dann zurück auf die Terz. Das heißt, ihr geht im Prinzip einen rauf, also einen Akkordton rauf, zwei runter und wieder einen rauf. Das heißt, ihr habt Quinte, Septime, Quinte, Terz. Dann starten wir bei der Terz. Das heißt, ihr habt dann Terz, Quinte, Terz, Grundton. Dann starten wir beim Grundton, das heißt, ihr habt dann Grundton, Terz, Grundton, kleine Septime. Dann starten wir bei der Septime, Septime, Grundton, Septime, Quinte. Und zu guter Letzt starten wir von der Quinte, Quinte, Septime, Quinte, Terz. Und dann könnt ihr am Ende noch den Grundton spielen. Das heißt, die Abwärtsfigur wäre folgt. Wenn ihr
beide zusammenspielt, habt ihr dann Folgendes. Wenn ihr das in den Fingern habt, dann können wir weitergehen zu den Annäherungsnoten. Okay, wenn ihr diese Arpeggio-Pattern in den Fingern habt, dann wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Und zwar spielen wir jetzt eine doppelte chromatische Annäherung von oben immer an den ersten Ton vom jeweiligen Arpeggio-Pattern. Hört sich erstmal kompliziert an, ist aber erstmal, wenn ihr dieses System geschnallt habt, dann geht's. Das Schwierige jetzt hier ist an der ganzen Sache, wir haben im Prinzip eine Gruppierung, die aus 6 Noten besteht und spielen das Ganze dann in 16 Noten. Das heißt, ihr habt diese 2 Annäherungsnoten plus dann diese 4 Noten, die wir aus diesen Arpeggio-Patterns haben. Und das ist erstmal nicht ganz so einfach zu spielen, weil ihr nicht immer vom gleichen, ihr startet nicht immer vom Downbeat, also ihr startet nicht immer auf jeder 16. neu, sondern startet zum Beispiel das erste Pattern auf der ersten 16. auf der 1, das zweite Pattern startet ihr dann auf der dritten 16. auf der 2 und so geht das Spielchen dann weiter. Fangen wir mal an, und zwar das erste Arpeggio-Pattern war ja 1, 3, 5, 7 und ihr spielt jetzt eine doppelte chromatische Annäherung von oben, also oberhalb von dem ersten Ton. Der erste Ton ist ja der Grundton, das heißt, ihr spielt, fangt im 10. Bund an, 9. Bund, dann kommt der Grundton und dann spielt er das Arpeggio-Pattern auf. Das heißt, ihr spielt. Das gleiche macht ihr dann bei der Terz. Ihr startet mit einer doppelten chromatischen Annäherung an die Terz. Und dann spielt ihr wieder das Arpeggio-Pattern rauf, das ihr eben geübt habt. Das gleiche machen wir dann bei der Quinte. Da starte ich hier mit der doppelten chromatischen Annäherung im 7. Bund auf der D-Seite, was vom Fingersatz ein bisschen einfacher ist, als wenn ich im 12. Bund starten würde. Dann gehe ich ins 11. Bund, dann spiele ich das Arpeggio-Pattern wieder durch. Dann mache ich das gleiche von der Septime. Doppelte chromatische Annäherung an die Septime. Dann wieder das Arpeggio-Pattern. Dann das gleiche mit dem Grundton. Und dann bin ich mit der Aufwärtsfigur fertig. Macht euch da jetzt noch nicht so viel Gedanken, wenn ihr das jetzt noch nicht alles geschnallt habt, weil ich habe euch das alles aufgeschrieben. Ich habe euch bei der Transkription habe ich euch diese Pattern aufgeschrieben und ich habe euch dann die komplette Linie aufgeschrieben. Das werdet ihr also nachvollziehen können. Also wie gesagt, ihr spielt eine doppelte chromatische Annäherung an den ersten Ton von jedem Pattern, also von jedem Durchlauf dann immer, und dann kommt das Pattern selbst. Zusammen wäre das dann wie folgt. Damit ihr keinen rhythmischen Blindflug macht, weil wenn man das so spielt, dann weiß man erstmal überhaupt nicht, also ihr habt überhaupt keine Referenz. Ihr wisst ja nicht, spiele ich 8. Noten oder 16. oder 4. oder was auch immer. Und da ist es jetzt wichtig, dass ihr mitzählt, damit ihr immer wisst, wo ihr im Beat seid. Ich mache euch das mal vor. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn ihr hier angekommen seid, dann machen wir das gleiche Spielchen mit dem Pattern, das wir abwärts gespielt haben. Nochmal zur Wiederholung, wir hatten ja Quinte, Septime, Quinte, Terz. Das heißt, wir machen jetzt eine doppelte chromatische Annäherung wieder an den Startton. Das ist die Quinte. Das heißt, wir spielen doppelte chromatische Annäherung, Quinte, und dann spielen wir das Arpeggio-Pattern. Dann geht es das gleiche Spielchen bei der Terz weiter. Wir machen eine doppelte chromatische Annäherung an die Terz. Quinte, Terz, Grundton. Dann wieder die doppelte chromatische Annäherung an den Grundton. Terz, Grundton, Septime. Dann wieder das Pattern. Doppelte chromatische Annäherung an die Septime. Dann wieder das Arpeggio-Pattern. Und zu guter Letzt die doppelte chromatische Annäherung an die Quinte. Und das Arpeggio-Pattern. Das heißt, da habt ihr dann. Wenn ihr die beiden könnt, dann würde ich versuchen, das zusammenzuspielen und versucht mitzuzählen. Weil
euch fehlt sonst die Referenz, wo ihr seid im Beat und ihr merkt dann auch nicht diese Gruppierung. Das ist ganz schwer dann zu verstehen, wenn ihr nicht diesen konstanten Puls als Referenz habt und einfach auch nicht hört, wie diese Linie klingt gegenüber diesem konstanten Puls. Deswegen immer mitzählen bei solchen Übungen, auch wenn das schwer fällt. Das kann sein, dass ihr jetzt wirklich ewig dran sitzt, wenn ihr noch nie mitgezählt habt. Aber glaubt mir, irgendwann wird es leichter und dann hört ihr auch solche Sachen oder ihr merkt auch, wie die Sachen rhythmisch klingen, also gegenüber diesem konstanten Puls. Und dann merkt ihr auch diese rhythmische Verschiebung, die ihr habt. Ich mache das mal vor mit 10. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und wenn das wirklich so hinbekommt mit dem Zählen, dann habt ihr schon wirklich einen Riesenschritt gemacht, weil, wie gesagt, dieses Mitzählen und dann diese Pattern zu spielen, diese Gruppierung, das ist wirklich sau schwer. Aber das sind einfach Übungen, die euch auf dem Instrument wirklich ziemlich weit bringen. Also besonders diese Sachen, das sind auch wunderbare technische Übungen. Also das könnt ihr jetzt durch alle 12 Tonarten spielen in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und dann könnt ihr auch solche Sachen in eure Bass-Soli oder vielleicht in eure Bassinen mit einbauen. Abschließend noch ein paar Tipps zum Üben für euch. Erstmal vorab das PDF-Dokument mit den Arpeggio-Patterns und der Linie könnt ihr euch bei mir auf der Homepage unter der Rubrik YouTube-Lektionen runterladen. Das heißt, ihr müsst euch falls ihr es noch nicht gemacht habt, nur mit eurer E-Mail-Adresse anmelden. Dann bekommt ihr Zugang und könnt euch das Zeug kostenlos runterladen. Zum Üben würde ich erstmal mit den Arpeggio-Patterns anfangen, dass ihr die erstmal in die Finger bekommt. Und dann könnt ihr anfangen, die chromatischen Annäherungstöne mit einzubauen. Da solltet ihr auf jeden Fall mitzählen, das hatte ich euch ja erklärt, weil das einfach wichtig ist, damit ihr wisst, wo ihr im Takt seid. Und wenn ihr das dann könnt, wenn ihr es wirklich zählen und spielen könnt, das könnte ein bisschen dauern, je nachdem wie fit ihr mit dem Zählen seid, dann könnt ihr anfangen, diese ganze Linie in alle 12 Tonarten zu übertragen. Das ist erstmal das Erste. Dann könnt ihr natürlich, wenn ihr sagt, ist cooles Zeug, da will ich noch ein bisschen weiter mitarbeiten, dann könnt ihr zum Beispiel auch noch diese doppelte chromatische Annäherung an die Moll 7 Arpeggios spielen und an die Major 7 Arpeggios. Also ihr könnt das gleiche Pattern oder die gleichen Arpeggio-Patterns nehmen, die wir jetzt genommen haben und könnt dann nur die Major 7 bzw. die Moll 7 Arpeggios nehmen. Oder es gibt auch noch andere, man könnte auch noch Moll 7 5 oder verminderte nehmen, je nachdem, welche ihr schon alle kennt. Da könnt ihr noch diese Sachen mit einbauen. Und dann könnt ihr, dann gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, die ihr habt. Also ihr solltet versuchen, diese Sachen dann in eure Bassinen mit einzubauen oder mit in eure Soli. Das heißt, ihr werdet natürlich nicht in euren Bassinen oder in euren Soli immer so lange Sachen spielen. Das wäre jetzt auf jeden Fall nicht angebracht. Aber ihr könnt immer Ausschnitte aus diesen Pattern mit in eure Basslinien, vielleicht in Filz oder mit in eure Soli einbauen. Dann gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, wie ihr es weiterführen könnt. Es gibt auch noch chromatische Annäherungen von unterhalb. Es gibt einfache chromatische Annäherungen. Es gibt auch Kombinationen aus doppelten und einfachen chromatischen Annäherungen. Und man kann natürlich auch ganz viele andere Arpeggio-Patterns nehmen. Das wäre aber Stoff für weitere Lektionen. Aber damit ihr einfach nur mal wisst, wie weit man sowas dann tatsächlich auch treiben kann. Gut, alles klar. Das soll es dann auch schon gewesen sein für heute. Falls ihr Fragen haben solltet, gerne in den Kommentaren posten. Ansonsten sehe ich euch nächste Woche zu einer neuen Lektion. Bis dahin, ciao.